Und damit herzlich willkommen zurück zu What the Golf, zu Laborexperiment Nummer 522, Raserei. Bin hier mal gespannt, was uns da erwartet. Eine rasende Flagge. Achso! Die hält an! Ja, blöde Ananas. Nein! Aber jetzt, einmal ausgetrickst. Und natürlich wollen wir die Goldkrone. Ja, oh. Ja, aber das ist jetzt, die ist jetzt nur schneller. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach gutes Timing. Genau, piep, piep. Und jetzt noch die goldene. Trifft die Flagge. Ah ja. Pogo Golf. Na also, geht doch. Super. Also weiter. Was passiert jetzt? Ein Toast. Sind wir jetzt ernsthaft Toast? Sind wir so tief gesunken? Schon mal weiter. Anscheinend sind wir jetzt Toast. Na dann. Okay. Na komm. Spritzig. Ah, war jetzt gar nicht so schwer wie gedacht. Was macht das hier? Kitchen Golf. Ah, verstehe. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob die hätte schon aufgehen dürfen, aber ist auch egal. Also drei Züge. Nein! Okay. Also, es ist bestimmt nicht so gedacht, dass die jetzt da hängen bleiben sollte. Wir müssen die auf jeden Fall oben drüber schießen. Genau so. Okay. Also, erster Schuss. Zweiter Schuss und... Naja. Es ist auf jeden Fall machbar. Schauen wir mal, ob jetzt... Ja, abgefälscht durch den Baum, sonst hätte es vielleicht sogar geklappt. Nee, haut nicht hin. Okay. Also auf ein neues. So, perfekt. Ja, das ist blöd, dass die Flasche da dann sich selbstständig macht, weil der geschüttelt wurde. Ja, wenn man am Karton hängt, kommt man natürlich nicht vorbei. Aber jetzt sind wir auf dem Karton. Und jetzt könnte es funktionieren. Und jawohl, Champagner. Perfekt. Dann noch die Goldkrone. Flubberrakete. Okay. Ah, verdammt. Okay. Aber so könnte es funktionieren. Champagner. Yay. Lass die Korken knallen. Das war ein wilder Ritt auf der Champagnerflasche. Ich finde es trotzdem komisch, dass wir Toast sind. Ah, mal, das ist eine Jukebox. Passiert nichts, schade. Okay. Ah, wir sind Ei. Spiegelei. Oh, Fragezeichen. Jetzt wird's spannend. Trifft die Flagge. Wir haben ja kein Zeitlimit, also ist kein Problem. Fliegende Pfanne.
Jetzt noch Gold. Das Gelbe vom Ei. Gut, war jetzt überraschenderweise kein Problem. Dann gehen wir doch mal weiter hoch und schauen mal, was uns da erwartet. Ah ja. Das mag uns nicht, hä? Na gut, dann halt Stück für Stück voran. So, ein Stück Toast. Das ist auch gar nicht so einfach, aber da ist eine Flagge. Okay. Okay, ich steuere also die... Lass mich raten, einer muss ins Tor. Na? So. Und zack. G-Force. Aber wir wollen natürlich die anderen auch noch machen. Schließe das Level in 16 Sekunden ab. Ja, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. 5, 4, 3, 2. Ah ja, ging ja doch ganz gut. Und was haben wir hier noch? Loche 3 Bälle. Oh, das könnte jetzt spannender werden. Mal, dass wir so viele wie möglich mitnehmen. Das wären jetzt genau 3. Das heißt, wir müssten die jetzt alle durchbringen. Ja, kein Problem. Seltsame Bälle. Läuft bei uns. Jetzt schauen wir nur noch da hoch. Ne, da ist nichts mehr. Den Gang komme ich hier gar nicht entlang wegen der Gravitation. Nein, das machen wir jetzt nicht. Und jetzt öffnet sich hier ja das Ding. Dann schauen wir doch mal. Okay, das ist jetzt so, dass wir da an den Ball hier lang müssen und dann rollen wir ihn einfach außen rum, oder? No! Haben wir jetzt 5 Züge. Das sollten wir aber hinkriegen. Ha! Curveball! Ja, das war jetzt nicht so schwer. Uiuiui. Boah, da wurde einem ja ganz trimmelig. Oh, das ist ja furchtbar. Okay, also. Sheet. Boah, das ist ein furchtbares Level. Alles dreht sich. Boah, das ist ja furchtbar zum Anschauen bestimmt. Also es ist auf jeden Fall gerade furchtbar zum Spielen. Es ist ja nicht mal schwer, es ist einfach nur... Ja, schwindlig trifft's ganz gut. Gut, da vorne ist ja nichts mehr, dann können wir auch hier lang. Oh,
Okay. Bin mir nicht ganz sicher, was wir da gerade machen sollen. Also ich meine, wir müssen zur Flagge. Bouncy, bouncy, hüpf, hüpf. Nein, das war's nicht. Nee, wie gesagt, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, verstehe. Wenn er möglichst weit oben ist. Muss ich aber in die Richtung hüpfen. Okay, also prinzipiell habe ich es jetzt verstanden. Aber einfach ist deswegen trotzdem nicht. Na, da hätte ich genau jetzt in die andere Richtung hüpfen müssen. Also so. Ja, verdammt. Aber ich glaube, so ist der Weg. Genau. Einfach perfekt. Zwei Katzen umgeworfen. Shit. Vielleicht. Vielleicht treffe ich die eine noch, ohne irgendwas zu machen. Ja, perfekt. Scheiße. Ah, wir haben ja unendlich Versuche. Ich dachte, das ist die Anzahl der... Aber jetzt! Katzenfang! Jawohl, ja! So mag ich das. Nein, da wollen wir jetzt nicht mehr hin. Schau mal, was es da oben noch so gibt. Hier ist auf jeden Fall noch was. Boing, 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 boing. Ja, jetzt bin ich gespannt. Es kommt sicher gleich ein Abgrund. Nee. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf ist gut. Scheiße. Level in 15 Sekunden. Jetzt hoffe ich halt, dass es reicht. Ja, so schnell. Okay, das ist die Goldkrone. Trifft die Flagge. Gescheitert. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Ah, so beschwingt. Ja, gar nicht mal so lang. Super. Es läuft. Ist nur die Frage, wo müssen wir da jetzt lang? Nach da unten oder nach da oben? Ne, da unten kommen wir her. Das heißt, wir müssen jetzt da hoch. Irgendwie. Nein, das ist nicht einfach, da hochzukommen. So, nope. Aber vielleicht ist von der Seite ein bisschen einfacher. Genau, und jetzt müssen wir da hoch. Jetzt haben wir da schon mal die Tür offen. Und jetzt haben wir da natürlich noch einige Herausforderungen, sehe ich gerade. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Diesmal waren wir schon recht erfolgreich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet mein Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.